Wir müssen den Realitäten einfach ins Auge schauen. Wir haben zu viele politische Kräfte auch in diesem Land, die ganz vehement und massiv und öffentlich dagegen ankämpfen. Das ist verantwortungslos. Das ist eigentlich ein Attentat auf unser Gesundheitssystem. Und aufgestachelt von diesen radikalen Impfgegnern, von fadenscheinigen Fake News, haben sich leider zu viele unter uns nicht impfen lassen. Sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten. Diese soll bereits ab 1. Februar nächsten Jahres, 2022, gelten. Vater und als Bürger dieses Landes. Wir sind alle frei, und wenn wir wollen, kann für alle die Sonne scheinen. Keine Lüge.